Hallo liebe Katzenfreunde. Die Katze hat irgendwas. Ist so ein bisschen krank. Der Mensch geht mit ihr zum Tierarzt. Die Katze bekommt ein Medikament, mehrere Medikamente. Dann geht es der Katze schlechter als vorher. Der Mensch geht wieder zum Tierarzt. Der Tierarzt macht Blutbild, Wurmkur, Zähne ziehen, vielleicht sind es die Zähne, Narkose und gibt noch mehr an den Medikament. Und der Katze geht richtig schlecht. Ich bin Kirsten Schulitz, ich bin Naturheilkundlerin, Homöopathin und Psychologin. Für Katzen seit 22 Jahren arbeite ich online und weltweit. Das, was ich gerade geschildert habe, ist Alltag. Ist Alltag in der Schulmedizin. Ich habe so oft solche Berichte, solche Anfragen von lieben Katzenmenschen, die verzweifelt sind. Ich sehe das in den Gruppen, auf Facebook vorrangig. Ich finde das so eindeutig und logisch und ich sage dann auch eindeutig, es ist offensichtlich, dass all diese Medikamente die Katze so krank gemacht haben. Und es gibt nur eine einzige Lösung, weg von den Medikamenten, die die Katze krank machen. Aber gleichzeitig eine gezielte, fachkundige, erfahrene Therapie mit der Naturheilkunde. Wendet euch bitte an einen erfahrenen, guten Tierheilpraktiker. Wendet euch an mich. Was traurigerweise ganz oft passiert, wenn ich so deutlich bin, also ich kann das richtig spüren, die Leute melden sich nie wieder. Ich erkläre das, ich sage, was ich machen würde, wie ich rangehe, dass ich Resonanz brauche, dass wir das unter Beobachtung machen, etc. Nein. Und wisst ihr, ich weiß genau, was vorher passiert. Nicht, was vorher passiert, was dann passiert. Das ist so furchtbar. Ich kann nicht mehr machen, als informieren, aufklären, die Logik dahinter aufzeigen und ausführen, wie ich unterstützen kann, wie ich helfen kann. Manchmal ist es leider auch schon zu spät. Ist leider so. Man steckt da nicht drin, aber wenn man merkt, da ist noch Chance, die Katze will noch, die Katze kann noch, sie hat noch Ansätze, sie frisst noch vor allem. Ich würde es immer versuchen für mein Tier. Die Menschen melden sich nicht mehr, sie fühlen sich irgendwie vor den Kopf gestoßen, wie was ganz anderes, keine Medikamente mehr. Das ist jetzt dank Social Media, kriegt man ja alles mit, die Menschen posten ja alles. Also ich werde es nie verstehen, wie ich so private und auch emotionale Sachen der ganzen Welt offenbaren kann, aber die Menschen machen das. Und damit bekommt man es auch mit und ich sage euch, was passiert. Genau. Katze schafft es nicht. Wenn dieser Weg weitergegangen wird, ein Zuknallen mit Medikamenten. Es folgt die Schilddrüse, die Leber, die Nieren, es wird alles krank. Dann wird noch richtig weiter zugeschüttet, ein Medikament für die Leber, für die Nieren, für die Schilddrüse, für weiß der Geier was. Der Körper ist zugeschüttet mit Gift. Ich weiß, viele von euch auf meinem Kanal, das weiß ich, die wissen das schon längst, die würden das auch nie machen. Ich habe keine andere Handhabe, ich kann niemanden zwingen. Selbst wenn es gratis, ich habe ja eine Zeit lang auf freiwilliger Basis das alles gemacht, was nicht funktioniert hat, werde ich nie wieder machen. Aber selbst da ist dieses Denken, dieses, ach nee, das kenne ich nicht, was ganz anderes, keine Medikamente mehr. Es ist so in den Köpfen der Menschen drin. Selbst wenn die Katze dann stirbt, ist da immer noch kein Hallo wach. Es ist traurig. Wir können nur versuchen anzustupsen. So. Ende dieses kurzen Videos, das soll dieses Mal nur ein Short sein, weil ich das so mitkriege, wie da zugeballert wird, wie ich nicht rankomme, das kenne ich ja schon. Mehr kann ich nicht tun. Ich hoffe für euch und eure Katzen, dass ihr das versteht, besser
uns anders. Danke fürs Zuhören. Wir geben unser Bestes. Eure Kirsten Schüle.